Tanqueros, en esta clase vamos a tener un par de sacadas, algunas cosas interesantes sobre la caminata por la línea y también por fuera de la línea, cómo abrir las líneas y cómo cerrar las líneas y con qué pie y cuándo. Y también unos adornos bien lindos para la mujer. Disfruten la clase y recuerden comentar, suscribirse y compartir. Zusammenfassung. Erstmal zeigen wir die Figur, so wie wir es immer machen, von beiden Richtungen. Wir machen das hier. Denke, diese Richtung reicht. So, erstmal haben wir eine Übung gemacht, wo wir die Spuren wechseln. Erstmal gehen wir auf der Spur, dann gehen wir außen vorbei auf diese Seite, dann wieder die Spur, dann außen vorbei auf der anderen Seite. Und das sieht so aus: Öffnen, außen, Spur, öffnen, außen, Spur, öffnen, außen, Spur, öffnen, außen, Spur. Das haben wir gemacht, weil später brauchen wir außen vorbei gehen auf dieser Seite, auf der geschlossenen Seite der Umarmung, das normalerweise ein bisschen tricky ist, ein bisschen unangenehm. Über diese Übung muss ich erklären, jedes Mal, dass wir zurück zur Spur gehen, wir gehen zurück zur Spur mit dem gleichen Fuß, das wir geöffnet haben. Also wir wollen zum Beispiel hier außen vorbei gehen, dann öffnen wir mit dem linken, wir gehen außen und zurück zur Spur gehen wir mit dem linken wieder. Jetzt öffnen wir mit dem rechten außen und zurück mit dem rechten zu der Spur. In offener Umarmung ist es viel leichter, in geschlossener Umarmung beginnt das ein bisschen unangenehm zu sein. Und wir zeigen das von dieser Seite. Hier ist kein Problem, aber jetzt, manchmal haben wir dieses Gefühl, oh, wir verlieren das Gleichgewicht, es ist unangenehm. Natürlich ist es unangenehm. Es ist die unangenehme Seite für diese Übung. In Tango haben wir immer eine Seite, das perfekt funktioniert, super schön, und die andere, die kompliziert ist. Diese Seite ist kompliziert, weil normalerweise, wenn wir in geschlossener Umarmung sind, versuchen wir immer beieinander zu bleiben und wir haben dann eine unabsichtliche Abhängigkeit zu dem anderen und dann fallen wir, als ob wir ganze Zeit im Kontakt haben müssten. Der Kontakt, der echte Kontakt, den wir haben, ist eine Sache, das passieren kann. Es muss nicht unbedingt sein. Deswegen, wenn ich eine Bewegung mache, dass diesen Kontakt nicht erlaubt oder wo dieser Kontakt mir nicht erlaubt, diese Bewegung zu machen, dann kann ich zwei Sachen machen. Entweder die Bewegung nicht machen oder den Kontakt ein bisschen auflösen. Und das ist genau, was wir jetzt machen. Wir lösen den Kontakt ein bisschen auf. Haben wir Kontakt oder nicht, werden wir sehen. Und vor allem, das muss sich anpassen. Wenn wir in der ersten Position der Umarmung bleiben, es kann sein, dass wir das wirklich nicht schaffen oder sehr unangenehm. Deswegen müssen wir anpassen, damit wir gerade bleiben können. Denkt daran, vor der Umarmung für uns, das ist für uns so. Andere werden wahrscheinlich was anderes sagen, aber für uns vor der Umarmung ist immer die Haltung. Mit einer guten Haltung kann ich auch angenehm umarmen. Wenn meine Haltung total schrecklich ist, kann ich auch nicht schön umarmen. So einfach. Und das hat nicht damit zu tun, wie gerade ich stehe, wenn ich schon von Natur so bin, dann muss ich finden, wie habe ich eine gute Haltung, auch wenn ich so stehe. Zum Beispiel, wenn ich ein Problem mit der Wirbelsäule hätte, wie kann ich trotzdem die optimale Haltung meiner Partnerin anbieten, auch wenn ich nicht ganz gerade bin. Ja? Also die optimale Haltung ist eine Sache, dass jeder mit seinem Körper findet. So gerade wie möglich, wenn das nicht geht, trotzdem versuchen zumindest die Schultern hinten und unten haben, damit zum Beispiel solche Sachen nicht passieren. Wenn wir das auf diese Weise machen, dann wird das perfekt funktionieren. Offen, außen, Linie, Achtung, offen, hier wird sich die Umarmung dieser Seite ein bisschen anpassen. Außen, innen, offen, außen, innen, offen, außen, innen. Und dann können wir diese Übung machen in geschlossener Umarmung. Willst du was sagen bis hier? Nein. Jetzt der richtige Stoff. Wir öffnen, wir gehen außen und dann führe ich ein Pivot und ich gehe auch mit.
Da gehe ich wieder außen. Deswegen haben wir diese Übung gemacht. Öffnen. Außen, Pivot. Und dann gehe ich. Oft passiert der folgende Fehler. Zum Beispiel. Warum passieren diese Sachen? Das passiert, wenn ich den Pivot führe und gleichzeitig mache. Etwas, was ich nicht so empfehle. Ich empfehle lieber den Pivot führen und gleich danach mein Pivot machen. Erstmal führen, danach machen. Weil wenn ich den Pivot führe, muss ich leicht mit dieser Hand unterstützen. Das bedeutet, dass der Druck kommt gegen die Hand, kommt in diese Richtung. Ich will aber in diese Richtung drehen. Also was passiert dann? Ich sabotiere mich selbst, wenn ich das hier unterstütze, aber ich will eigentlich dahin. Lieber, erstmal die erste Aufgabe ist es, den Pivot zu führen und danach die nächste Aufgabe, den Pivot zu machen. Dann schaffen wir das ganz locker. Nächster Schritt. Hier gehen wir Rückseite vor, führen wir sie Rückseite vor und wir machen eine Sacada oder Entrada. Rückseite vor. Dann führe einen Schritt weiter. Ich mache aber keinen Schritt, ich warte und dann machen wir 6, 7, 8. Und da entsteht eine neue Herausforderung. Wie schaffen wir, dass die Frau nicht zu weit geht? Und ich zeige das in diese Richtung zu der Kamera. Zum Beispiel, wo ich schwer die Spur erreiche. Wenn ich da angefangen habe, ich sollte in diese Richtung weitergehen und nicht mehr drehen. Und das schaffen wir mit zwei Sachen, die wir kontrollieren müssen. Erstmal anheben, runterlassen. Und zweite Sache, mit der rechten Schulter blockieren. Auch wenn ich sage, geh dahin, ich blockiere gleichzeitig, damit der Impuls nicht unkontrolliert ist. Jetzt, wenn ich diese Sacada mache, anheben und gleichzeitig mit der Schulter blockieren, obwohl ich den Pivot auch mache. Dann schaffen wir, in die gleiche Richtung zu gehen. Das so sagen bis hier. Für die Dame, das ist klassisches Hero. Also wenn ich Rückseite vormache, muss ich achten, dass die Hand, die linke Hand, sich schiebt. Hier. Ja, wenn ich da bleibe bei dem Hero, dann sabotiere ich mich selbst und außerdem ziehe ich ihn noch. Ja, also. Sobald hier, bin ich hier, Rückseit vor. Und dann, nach dem Rückseit vor, der seitliche Schritt, muss ich sofort, wenn ich anfange zu drehen, Standfuß anpassen. Ja? Letzte Sache wichtig bezüglich der Führung in diesem Moment, machen wir direkt diese Sacada hier, ist das beim Anheben. Soll ich aufpassen, dass die Schultern nicht hochgehen? Manchmal, wenn ich dieses Gefühl vermitteln will und ich mache das selbst, könnte das passieren. Ja? Das ist auch nur schlecht für die Haltung. Dieses Anheben ist ein Gefühl, das sie bekommen muss, damit sie versteht, was sie macht. Aber es ist nicht eine Sache, die sie machen muss. Also ich muss versuchen, ihr das zu vermitteln, ohne dass meine Haltung davon gestört wird. Mal da anheben und möglichst die Schulter hinten und unten halten. Letzte Sache. Eine schöne Verziehung für die Frau. Wenn wir gehen, 6, 7, ich gehe ein bisschen runter, damit sie offen bleibt. Und hier, schöne Verziehung, Parada. Bis da die Sequenz. Um diese Bewegung zu machen, diese schöne Bewegung, dass sie gemacht hat, nach vorne zu gehen. Da müssen wir davon bewusst sein, dass wir diesen Kreis aus zwei verschiedenen Stellen anfangen können. Hier oder Knie. Also wenn wir einen Kreis machen, zum Beispiel so, ja, wir machen das von oben, Bein gestreckt, komplett gestreckt. Dann, wir könnten auch das Knie einbeugen, so dass Fuß und Knie in der gleichen Linie sind. Und dann können wir einen Kreis machen, nur vom Knie, ohne hier oben zu bewegen, nur vom Knie. Wenn wir diese zwei Punkte schon im Kopf haben, können wir diese Verziehung ganz leicht machen. Erstmal 45 Grad dahin, nach hinten, von oben. Jetzt
Den Rest mit dem Knie. Bis hier. Und am Ende mache ich Pivot auf dem linken Bein und ich strecke nach vorne. Wenn ich diese drei Bewegungen jetzt verbinde, sieht das so aus. Erstmal von oben, dann vom Knie, dann Pivot und strecken. Oben, Knie, Pivot und strecken. Und dann Verziehung und rüber. Also, 7, 10. Letzte Sache, die Führung. Also, einfach nur ein bisschen Rotation. Die Rotation kann aber normalerweise von zwei Seiten entstehen. Von der rechten oder von der linken. Normalerweise, wenn ich ein Giro mache oder wenn ich rotiere, ich empfehle immer vom Rücken nach hinten und niemals von der anderen Seite nach vorne. Das ist eigentlich nur schlecht. Aber in dem Fall müssen wir doch denken, dass wir um sie herum gehen. Nicht, dass wir hier ziehen. Es ist die gleiche Rotation nach rechts, aber um sie herum von der Seite dahin. Ein bisschen. Wie viel? Nur, bis sie versteht, dass diese Verziehung anfängt. Von hier dahin. Wenn sie schon angefangen hat, ich bleibe da, damit ich das unterstütze mit der Hand. Aber ich soll nicht weiter rotieren. Ist nur am Anfang, hier, um sie herum. Und fertig. Jetzt tanzen wir so. Sakada. Thank you.